Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück bei The Guest. Ja. Ein Spiel, wo was nicht für Idioten wie mich ist. Verschlossen. Auch verschlossen. Wenn ihr euch fragt, warum das hier so dunkel ist, ist ganz einfach. Es ist dunkel, weil es dunkel ist. Ich erkenne mich selbst gerade. Ah, da! Scheint keinen Strom zu haben, wenn man den Strom angeschaltet. Also ich zeige euch mal den Fehler. Wir haben den Strom hier insgesamt eigentlich eingeschaltet. So. Ah! Guck mal, hier unten, das ist falsch anscheinend. So? Nein. Also hier scheint eine Lampe nicht zu leuchten. Ah, das ist auch schon mal falsch. Okay. Nein. Eine Lampe ist da aus. Seite des Schlosses zugeschlossen. Wunder. Hier, was könnte das bedeuten? Ich habe einen roten, einen blauen und einen gelben Punkt hier drauf. Habe ich irgendwas, was mir hier helfen könnte? Ich habe einen Ring. Habe Alkohol. Ein Ventil. Auch etwas verschlossen, verschlossen. Es funktioniert nicht. Es scheint keinen Strom zu haben. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Schön. Okay, ich habe jetzt sämtliche Varianten probiert. Moment, wenn wir das dann so machen. Okay, jetzt sind wieder drei. Nee. So ist wieder einer falsch. Nein. Nein. Wieder einer falsch. Hier ist drei falsch. Ach, das in der Mitte müssen gleich zweimal die gleichen sein. Und oben. So. Unten die 1 vielleicht? Guck mal, die oben scheinen ja schon irgendwie. Nee. Alter. Zweimal, einmal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Nein.
Ja! So. Es werde Licht. Und es war Licht. Mal erstmal über Licht an dir. So, hallo. Oh, ein großes Zimmer. Ein Plattenspieler. Haben wir Platten? Ja. Mehr? Oh, da ist noch ein Ring. Ja. Kaputt. Ja, dann nehmen wir doch mal die Platte hier. Schallplatte verwenden. Und? Squaresoft und The Strangers freigeschaltet. Yeah. Not disturb. Jetzt würde irgendwas reinpassen. Haben wir was da reinpasst? Ich glaub nicht, ne? Nee. Wir haben nichts, was da reinpasst. Boing. Ich hab gerade seit langem überfällige Dings. Yeah. Können wir die da reinpacken? Ah, hier. Okay, könnte nicht passen. Kurbel scheint zu fehlen. Da ist noch ein Ventil. Yeah. Sehr geehrter Dr. Lerow, willkommen im Oakwood Hotel. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt haben. Sollten Sie irgendwas benötigen, zögern Sie bitte nicht über den Hoteltelefon hochratungsvoll. Moment. Das ist ja schön, aber wie ist die Nummer von eurem Hotel? Behalten. Auf der anderen Seite ist es verschlossen. Okay, da kann ich nichts mitmachen. Was haben wir denn hier? B-E-N. Ben. Ah. Armlampe. Alter, der Tisch macht mich kirre. Weißt du, wenn schon, denn schon, dann nimmt man auch alles mit hier. Ansonsten Erholung, Vorbereitung, Öffnungsessen. Okay. Vier, acht, eins, fünf, eins. Oh, ich muss mir irgendwas beschreiben. Moment, ich habe einen Stift, habe ich schon mal. 4, 8, 1, 5, 1. Ich habe keinen Zettel. Das ist ja schön. Hier. Muss ich halt die drauf halten. 4, 8, 1, 5, 1. 4, 8, 1, 5, 1. So. Aufgeschrieben. Das war's das, ne? Gut. Dann werden wir doch gleich mal telefonieren. Vier, acht, eins, fünf, eins. So. Also. 4, 8, 1, 5, 1. Das ist ein Tauschwort. Dr. Leonov, the table trapdoor is now open. Please, proceed. Was? Warum? Die Fischfalltür ist nun offen. Bitte Tischfalltür. Ach da. Patient Ivan Leonov. Datum verfügt bis
Okay. Was ist das? Hallo Evan Green, deine momentane Dosis Fluoxetin sollte am 24. Oktober enden. Zu diesem Zeitpunkt wirst du bereits in Boston sein, weshalb ich hier ein neues Rezept vorbereitet habe, damit die Sekretare des Kongresses dir am 25. eine neue Dosis bringen können. Du weißt, dass ich dir nicht mehr Dosen geben kann, bis du zu einer bestimmten Zeit brauchst. Wir können es nicht riskieren, uns in eine gefährliche Situation zu begeben. Dein Arzt. Danke, Arzt. Ist das hier etwa... Ist das etwa von da unten? Moment. Oh, dieser Quatsch. Moment. Da ist kein Film drin. So. So. Ich hab keine Ahnung. Schnauze. Wir brauchen einen Film. Und hier muss ich noch irgendwas reinlegen. Nee. Und da fehlt eine Kurbel dran. Haben wir irgendwie was? Statue. Fehlt das hier? Irgendwas kombinieren? Kombinieren mit... Ja. Kombinieren mit... Nein. Nein. Ich teste jetzt einfach mal ein bisschen rum hier. Ne? Verwenden. Das kann ich auch nur verwenden. Kombinieren mit. Ihr seht schon, ich probiere gerade nur rum hier, ne? Vielleicht mit Pflaster? Kombinieren mit. Da können wir nur verwenden, okay. Auch nur verwenden. Das können wir auch nur verwenden. Seife. Zigarette. Zack. Viele von den Dingen können wir gar nicht kombinieren. Scheint, als würde da was hineinpassen. Ja, was passt denn da hinein? Das hier? Nee. Ist irgendwas seltsam. Wenn ich das nicht wieder ausmache, sehe ich vielleicht was? Nö. Okay, das soll da unten rein? Was ist denn das? Boah, Alter. Ich krieg hier noch einen Föhn. Also Sache ist, wir brauchen auf jeden Fall ein Filmchen. Thank you.
Ah, hier. Das sieht nicht wie ein Hotelzimmer aus, nicht wahr? Würde ich mal... Das ist die nächste. Das war's? Okay, ist sonst nicht so. Gut. Hm. Das hat es mir jetzt aber auch nicht so gebracht. So. Ja. Hier war jetzt nichts mehr, sowas wie wir noch machen konnten, ne? Ne. Wir hätten ja den Rest da gefunden, diese Notizdings gefunden. Da, mal mitnehmen. Falls wir mal so ein Dings wieder brauchen. Okay, auslassen können wir, ausmachen können wir es nicht. Hier in der Badewanne ist nichts, ne? Dieses komische Zeichen. Hm. Das hier verwirrt mich noch. Was ist das? Da muss ich doch die Stro... Ah, nee. Ich habe gedacht, das sind die gleichen Zeichen hier, aber nee. Ich weiß nicht, was für Zeichen das hier sind. Ehrlich gesagt. Sonst könnte ich damit ja was anfangen. Hm. Ich gehe wieder raus. Ja, das ist nur die Bestätigung. Ich glaube, das kann ich nicht wieder mitnehmen, ne? Thank you.
Es ist aber auch scheiße dunkel hier. Nein. Ich guck mir noch mal ein bisschen um hier. Nö. Ich habe nicht, was ich da reinstecken kann, ne? Eine Zigarette reinstopfen. Ah, ich bin noch zu schnell damit. Womit kann man den zweiten? Hiermit vielleicht? Okay, irgendwie funktioniert das noch nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist plötzlich. Macht es Maschine. Macht es Maschinerie. Natur ist Ignoranz. Also, was könnten wir denn da? Können wir das hier benutzen? Warte, verwenden. Das kann ich nicht verwenden. Gut. Verwenden. Auch nicht. Gut. Hätte ja sein können. Pups. Das darin verwenden wir. Quatsch. Ich wollte sagen, wieso sollte das da reinpassen? So Leute, ich will aber nicht lange hier weiter rumirren. Ich würde mal sagen, ich beende die Folge mal für heute. Werd mal gucken, dass ich irgendwie hier noch was finde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao.